Wir tun uns heute insgesamt, Politik und Medien, ungeheuer schwer damit, zunächst einmal die Aufklärung eines Sachverhaltes abzuwarten und ihn dann zu bewerten. Wir neigen mittlerweile genau zum Gegenteil. Das heißt, wir rufen gerne auch sehr schnell Skandal. Und dann geht es um die Aufarbeitung des Sachverhaltes und um die Beantwortung der Frage, ob es sich wirklich um einen Skandal handelt. Das ist jetzt schon eine Weile her und Sie sind auch schon eine ganze Weile in der Politik. Wie kam das? Wie sind Sie in die Politik gekommen? Bei uns zu Hause hat schon während meiner Kinderzeit Politik, Zeitgeschichte, aber vor allen Dingen natürlich auch die Zeit des Dritten Reiches und des Zweiten Weltkrieges eine große Rolle gespielt. Meine Mutter hatte beide Brüder verloren, mein Vater seinen einzigen Bruder. Das Haus meiner Großeltern ist ausgebombt. Die Familie musste damals umziehen, ein neues Haus musste gebaut werden, in dem ich dann geboren wurde. Und wie konnte es zu diesem Drama kommen und was können Staat und Gesellschaft tun, damit sich das nie wiederholt, stand bei uns immer oben auf der Tagesordnung. Bei uns zu Hause wurde auch viel gelesen. Jede Nachrichtensendung wurde gesehen. Und mein Vater interessiert sich brennend für Politik. Er ist fast 90 Jahre alt, topfit und wäre fürchterlich gern an meiner Stelle im Bundestag. Ich bekomme einmal in der Woche erklärt, was wir eigentlich in Berlin machen müssten oder zumindest besser machen müssten. Aber meine Eltern waren zunächst nie in einer Partei. Ich bin dann zur Jungen Union gekommen, eher durch Zufall, weil mich Freunde angesprochen hatten. Das war eine Mischung aus Lebensfreude, Fußballturnier, Lagerfeuer, Zeltlager, Party und ernsthafter politischer Arbeit. Und das hat mir gut gefallen. Was waren denn Politiker damals für Sie? Anfang der 70er Jahre war, naja, noch Franz Josef Strauß, Helmut Kohl eigentlich noch in den Anfängen, Helmut Schmidt, Willy Brandt noch. Was war das für eine Generation? Das erste große politische Ereignis, an das ich mich noch sehr gut erinnern kann, war innenpolitisch, oder ich fange mal anders an. Ja. Also damals, ja, was waren Politiker für Sie? Ich kann das noch ein bisschen noch genauer erklären. Das erste außenpolitische Ereignis, ja ein geradezu dramatisches Ereignis, war die sogenannte Kuba-Krise. Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, dass die Eltern, die Großeltern große Sorge hatten, dass es wieder einen Krieg geben könnte. Dann kam die Zeit des Prager Frühlings und dann der berühmte Willy-Wahlkampf. Es gab eine heftige innenpolitische Auseinandersetzung. Ich habe das damals mit großem Interesse verfolgt, weil es ja sehr heftige Debatten waren und weil ich zum ersten Mal gespürt habe, dass es auch im Kreise von vertrauten Freunden ganz unterschiedliche Auffassungen gab. Und diese Auffassungen betrafen politische Inhalte, sie betrafen aber auch die Bewertung von Personen. Das war ja eine sehr aufgehitzte Atmosphäre damals, die man überhaupt nicht vergleichen kann mit der Lage heute. Damals hat jedes zweite oder dritte Kraftfahrzeug einen Autoaufkleber gehabt. Man bekannte sich zu einer Partei oder man protestierte gegen eine Partei. Damals gab es diese berühmten Stopp-Strauß-Aufkleber in den Straßen, in den Schulen, was zu heftigen Auseinandersetzungen geführt hat. Also wer meint heute, gäbe es heftige Auseinandersetzungen in der Politik. Ich kann glaubhaft versichern, früher waren die Auseinandersetzungen viel heftiger. Sie sind ja nicht Berufspolitiker geworden. Sie hatten ja einen anderen Beruf. Welchen Beruf hatten Sie? Als ich in die Junge Union eingetreten bin, war ich frisch gebackener Supermarktleiter. Ich hatte ja zunächst die mittlere Reife, habe dann eine Lehre gemacht als Einzelhandelskaufmann, war Substitut in einem Supermarkt und hatte später meinen ersten, in Anführungszeichen, eigenen Supermarkt. Es war natürlich nicht mein Geschäft. Ich war damals angestellt bei der Coop West AG, aber es war ein großer Supermarkt. Und wer jemals einen Supermarkt geleitet hat, der weiß, mit 38,5-Stunden-Woche ist da nichts drin. Und da musste man sich schon nach Feierabend aufraffen, um noch zu einer politischen Veranstaltung zu gehen. Wenn man dann 12 Stunden am Stück auch zum Teil körperlich hart gearbeitet hatte, dann war man eben müde. Irgendwann haben Sie aber eine Entscheidung treffen müssen gegen diesen Beruf als Supermarktleiter und für den Beruf des Politikers. Wie kam das? Die Entscheidung, Berufspolitiker zu werden, ist ja erst spät gefallen. Ich habe dann mein Abitur nachgeholt auf dem zweiten Bildungsweg. Ich habe Jura studiert, erstes, zweites Staatsexamen. Ich habe in dieser Zeit 12 Jahre lang für einen Bundestagsabgeordneten als Assistent gearbeitet.
Und die Arbeit hat mir eben dann auch ermöglicht, nebenbei zu studieren. Heute darf ich das so sagen. Früher musste ich natürlich sagen, dass ich nebenbei noch einige Stunden bei einem Abgeordneten arbeite. Immerhin habe ich beides unter einen Hut gebracht. Und für mich war von Anfang an klar, auf keinen Fall möchte ich von der Politik wirtschaftlich abhängig sein, sondern erst wenn du beruflich so fest im Sattel sitzt, dass du dir beruflich, auch finanziell, materiell keine Sorgen machen musst, dann kannst du eine Entscheidung für die Politik treffen. Und deswegen wollte ich zuerst, das war immer mein Ziel, ein selbstständiger Rechtsanwalt werden und bin dann in eine größere Kanzlei eingetreten. Und nicht zuletzt waren es ja die Kolleginnen und Kollegen, die mir erst die Chance eröffnet haben, ein Mandat für den Deutschen Bundestag anzustreben. Und ich bin ja heute noch, wenn auch in sehr, sehr bescheidenem Umfange, anwaltlich tätig. Aber mir war es wichtig, nie finanziell ganz von der Politik abhängig zu sein. Können Sie uns erzählen, wann Sie über Ihre Krankheit das erfahren haben und was das für ein Einschnitt für Sie war? Die erste Enttäuschung war ja schon, bevor ich in den Deutschen Bundestag eingezogen bin, denn ausgerechnet genau mitten im ersten Bundestagswahlkampf im Frühjahr 1994 stellte sich heraus, dass ich eine chronische Herzmuskelerkrankung habe. Die Krankheit ist plötzlich ausgebrochen. Ich habe davon nichts gewusst. Aber damals haben mir die Ärzte schon gesagt, dass ich wohl auf Dauer an dieser Krankheit leiden würde. Unglücklicherweise haben die Ärzte recht behalten. 2004 kam es dann doch zu einer dramatischen Entwicklung, sodass ich sofort operiert werden musste. Also Herzschrittmacher und Defibrillator gegen den plötzlichen Herztod. Na gut, habe ich gesagt, es gibt Schlimmeres, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Dass dann 6 Jahre später noch eine Krebsdiagnose dazukommen würde, konnte ich ja damals noch nicht ahnen. Also das war schon eine herbe Enttäuschung. Ich habe gesagt, du hast das eine, das andere musste jetzt nicht auch noch dazukommen. Nun ist es aber gekommen. Das heißt, ich muss auch viele Medikamente nehmen, die hinterlassen auch ihre Spuren. Und es hört sich vielleicht jetzt etwas paradox an, aber da hilft die Arbeit enorm. Ich habe ja überhaupt keine Zeit, mich von morgens bis abends mit meinem Gesundheitszustand zu beschäftigen. Was für eine Diagnose haben Sie und warum gehen Sie so offen damit um? Das ist ungewöhnlich. Aber wenn man sich zu Hause ins Krankenhaus legt, dann weiß ohnehin am nächsten Tag die Stadt die Diagnose. Und da sollte man aufpassen, dass die Spekulationen nicht ins Kraut schießen. Wenn ich mich in die urologische Abteilung lege im Krankenhaus, dann wissen auch am nächsten Tag schon die Ersten die Diagnose Prostatakrebs. Der Zweite hört dann von der Diagnose Krebs. Der Dritte hört dann, der ist aber jetzt sehr schwer an Krebs erkrankt. Und der Vierte fragt sich, wie lange macht er es noch? Und der Fünfte will vielleicht schon Trauerfeierlichkeiten organisieren. Also da sollte man lieber offen damit umgehen und sollte die Dinge beim Namen nennen. Dann weiß jeder Bescheid und dann ist das Thema auch durch. Ist es auch so? Also wie geht Ihr Umfeld damit um? Ich meine, Sie haben das gemacht, um nicht hinter dem Berg zu halten, um das Thema vom Tisch zu haben. War das befreiend für Sie? Ja und nein. Es ist natürlich so, wenn man offen damit umgeht, wird man auch angesprochen. Da muss man nicht, aber dann steht man auch Rede und Antwort. Das ist ja selbstverständlich, aber es hat doch keinen Zweck, wenn ich irgendwelche Geschichten erzähle. Von uns Politikern wird erwartet, dass wir die Wahrheit sagen, keine Märchen erzählen. Und warum sollte es dann mit persönlichen Schicksalsschlägen anders sein? Ja? Mir würde, wenn ich ins Krankenhaus gehe, um dort behandelt zu werden, würde mir ja ohnehin keiner glauben, wenn ich sagen würde, ich war in der Geburtshilfe. Also kann man gleich sagen, was Sache ist. Und es gibt auch die Möglichkeit, jedenfalls bei dem einen oder anderen Verständnis zu erwecken. Wobei der Klassiker jetzt seit anderthalb Jahren ist, du mutest dir zu viel zu. Du solltest nicht immer abends zu spät noch auf der Autobahn sein. Du musst auch nicht allen Veranstaltungen zusagen. Aber es wäre nett, wenn du doch zu mir zum Neujahrsempfang kommen würdest. Also auf den Termin wird es ja auch nicht ankommen. Genau so geht das und ich bin der festen Überzeugung, das geht auch in den nächsten Jahren immer so weiter. Lassen wir uns über die inneren Konflikte sprechen. Sie sind ja seit vielen Jahren Bundestagsabgeordneter und erleben Auseinandersetzungen zwischen den Parteien und Sie erleben Auseinandersetzungen innerhalb Ihrer Partei, innerhalb Ihrer Fraktion.
Als Sie angefangen haben, war sicher das Wort der Gewissensfreiheit des Abgeordneten ein großer Satz, an dem sich viele orientieren. Wie haben Sie das in der Realität erlebt? Artikel 38 des Grundgesetzes ist eine, oder Artikel 38 des Grundgesetzes hat eine wunderschöne Formulierung, dass der Abgeordnete frei von Weisungen ist und nur seinem Gewissen unterworfen. Das ist eine klare Ansage an Parlamente. Und das ist selbstverständlich auch nicht nur ein gedrucktes, sondern auch ein politisch praktiziertes Wort. Man darf sich nur nicht als einzelner Abgeordneter auf diese Vorschrift berufen. Dann wird es schwierig. Nun sollte man nicht naiv sein. Politik ist ein Mannschaftssport. Das heißt, jeder, der hier antritt im Deutschen Bundestag, Mitglied einer Fraktion wird, der muss sich natürlich auch einfügen. Man wird Teil einer Gemeinschaft, man muss zusammenarbeiten, weil man weiß, man hat auch nur zusammen Erfolg. Und ich bin auch weit davon entfernt, jede einzelne politische Entscheidung zur Gewissensentscheidung zu erklären. Aber wenn man über eine Entscheidung abstimmen muss, die für einen ganz persönlich eine Gewissensentscheidung ist und ob es sich um eine Gewissensentscheidung handelt, das muss man selbst entscheiden. Das können nicht andere für einen entscheiden. Dann muss man auch zu seiner Überzeugung stehen, auch wenn es Gegenwind und Ärger gibt. Was ist das Spezifische bei der Politik? Das Spezifische ist der ungeheure Druck und die rund um die Uhr Beobachtung, dass man genau weiß, man darf unter keinen Umständen einen Fehler machen, weil dieser Fehler sofort multipliziert ist. Er macht dann nicht die Runde auf dem Schulhof, im Lehrerkollegium, er macht nicht die Runde in einer Werkstatt, er macht auch nicht die Runde in einem Unternehmen oder in einem Konzern, sondern dieser Fehler macht die Runde durch die Republik und wenn es ganz hart kommt, über den ganzen Globus. Und man ist in einer Weise blamiert, wie man es nun wirklich selbst seinen Feinden nicht wünscht. Das weiß man. Also darf man keinen Fehler machen. Das gilt zum Beispiel auch für ein Interview. Jeder Satz muss für sich selber stehen. Man darf nie Auskünfte geben, mit denen man bestimmte Sätze später erklärt. Wenn dann in der Sendung diese sogenannten Erklärsätze nicht gesendet werden, hat man ein riesiges Problem. Das wissen wir. Aber das wissen wir schon, wenn wir ein Mandat anstreben. Das ist nichts Neues. Und wer damit ein Problem hat, wird es schwer haben, sich in der Politik zu behaupten oder durchzusetzen. Gehört zum Spezifischen in der Politik auch, dass die Gegner, sei es außen oder vor allem die innerparteilichen Gegner, dafür sorgen, dass bestimmte Informationen rausgegeben werden an den Medien? Das Durchstechen ist natürlich immer auch bei uns ein Thema. Wer hat diese Information weitergegeben? Aber das sollte man auch nicht dramatisieren. Können Sie das mal beschreiben, was da passiert? Ja, natürlich. Man hat abends eine Sitzung, man verspricht sich in die Hand, dass das aber jetzt geheim bleibt und nicht rauskommt. Und schon auf dem Weg ins Hotel sagt man sich, naja, mal sehen, was morgen früh in der Zeitung steht. Früher war das etwas komplizierter, heute kann man ja noch aus einer Sitzung heraus simsen. Deswegen sage ich auch meinen Leuten immer, wenn ihr wollt, dass es gelesen wird, dann schreibt jetzt nur nicht Pressemitteilung rüber, sondern streng geheim oder nur für den Dienstgebrauch. Das ist das sicherste Mittel, dass es gelesen wird. Ob es gedruckt und gesendet wird, ist ja noch eine zweite Frage. Bei manchen Dingen ist es nicht besonders dramatisch, bei manchen ist es sehr ärgerlich, insbesondere dann, wenn man mitten in einem Verhandlungs- oder Diskussionsprozess ist und sich noch nicht endgültig festgelegt hat. Wir tun uns heute insgesamt, Politik und Medien, ungeheuer schwer damit, zunächst einmal die Aufklärung eines Sachverhaltes abzuwarten und ihn dann zu bewerten. Wir neigen mittlerweile genau zum Gegenteil. Das heißt, wir rufen gerne auch sehr schnell Skandal. Und dann geht es um die Aufarbeitung des Sachverhaltes und um die Beantwortung der Frage, ob es sich wirklich um einen Skandal handelt. Aber die Meldung ist erst einmal in der Welt. Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit, Staatstrojaner. Also wer den ersten Artikel gelesen hat, musste glauben, jetzt sind republikweit sogenannte Staatstrojaner im Einsatz, die in der Ermittlungspraxis viel mehr machen, als rechtlich erlaubt ist. Wenige Tage später stand fest, das stimmt alles nicht, spielt aber keine Rolle. Es war zunächst einmal eine ganz, ganz heiße Meldung. Diese sogenannten Leaks. Sie haben eben gesagt, wie schwer das ist, in Interviews immer konzentriert zu sein. Aber Sie beschreiben auch, dass innerhalb der Partei Leaks existieren und dass Informationen rausgegeben werden. Führt das dazu, dass man als Politiker vorsichtiger wird? Also innerhalb der eigenen Kreise. Ja.
Da ist es unerheblich. Oder bei dem Thema Leck oder Durchstechen ist es unerheblich, ob es sich um innerparteiliche Zirkel handelt, um kleine oder große, oder um Gespräche mit der politischen Konkurrenz oder mit politischen Partnern. Das Prinzip ist immer das Gleiche. Und weil man das weiß, wird man natürlich auch vorsichtiger, man wird zurückhaltender. Man tut sich auch schwerer damit, schriftliches Dritte mitzuteilen, weil man nicht weiß, wo diese Papiere landen. Man formuliert auch vorsichtiger, aber das liegt in der Natur der Sache. Daran wird sich auch nie mehr etwas ändern. Damit muss man umgehen können. Was ist denn schwerer eigentlich, der Konflikt mit politischen Gegnern oder mit den eigenen Reihen? Der Konflikt in den eigenen Reihen ist für mich viel, viel belastender als die Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner. Das weiß man ja. Es sind verschiedene Fraktionen und es sind Auseinandersetzungen in einer Partei, es sind Auseinandersetzungen in einer Koalition, es ist die natürliche Auseinandersetzung mit der politischen Konkurrenz. Aber insofern ist Partei, Schrägstrich Fraktion und Familie ähnlich zu betrachten. Auseinandersetzungen mit Dritten, denen ich vielleicht nie mehr begegne, die belasten mich nicht so sehr wie Auseinandersetzungen in der Familie. Also wenn sich meine Kinder zanken, das kann ich nach wie vor nicht ab. Die sind also 22, 20 und 16. Aber wenn sie sich zanken, belastet mich das ungeheuer. Weil ich sage, Mensch, wir sind doch alle eine Familie, wir müssen doch zusammenhalten. Und so ist es dann in der Partei und in der Fraktion auch. Und es gibt noch etwas, was mich zunehmend nicht belastet, aber ärgert. Das ist die unterschiedliche Behandlung eines Sachverhaltes, je nachdem, ob er nicht öffentlich oder öffentlich erörtert wird. Ich kann mich noch sehr genau erinnern an eine Sondersitzung des Innenausschusses nach den Ausschreitungen im Zusammenhang mit den Protesten gegen Stuttgart 21. Damals, als ein älterer Demonstrant ja durch Wasserwerfer schwer am Auge verletzt wurde. Da gab es eine Sondersitzung. Sie war so etwas von ruhig und sachlich, wie wir es gar nicht vermutet hatten. Alle Fragen wurden beantwortet. Es war eine ganz ruhige Debatte, die auch kaum kontrovers war, weil es um die Aufklärung eines Sachverhaltes ging. Die Sitzung ist zu Ende. Es öffnen sich die Türen. Draußen stehen 20 Kameras, ebenso viele Mikrofone, die schreibende Presse. Und es wird geholzt, als gäbe es kein Morgen mehr. Dafür habe ich kein Verständnis. Da tun wir Politiker uns auch keinen Gefallen. Weil die Leute sagen, genau so sind sie. Und dann werden wir auch alle in einen Sack gesteckt. Und wer glaubt, dass er von dieser Holzerei irgendeinen parteipolitischen Vorteil hat, der macht einen Fehler.